Augentinnitus. Menschen in Machtpositionen überschätzen sich systematisch. Die gefährliche Managerkrankheit und wie man sie vermeidet. Was ist Augentinnitus? Menschen mit normalem Tinnitus, die hören überall pfeifen. Viele Vorgesetzte leiden dagegen unter Augentinnitus, sie sehen überall nur pfeifen. Dies ist eine ernste psychosomatische Störung, die das Wohlbefinden der Betroffenen extrem beeinflusst. Augentinnitus ist eine seelische Erkrankung, die vor allem Manager und Unternehmer befällt. Sie sehen überall, wo sie hinkommen, nur noch pfeifen. Das äußert sich in Sätzen wie die, das heißt unspezifisch, sind doch alle, das ist die größtmöglichste Verallgemeinerung, bekloppt. Die Auswirkungen auf die Weltsicht der Betroffenen sind selbstverständlich enorm. Leider wirkt sich dieses Krankheitsbild auch auf die von den Befallenen wahrgenommenen sogenannten Pfeifen aus, das heißt auf die Mitarbeiter und Kollegen. Sie werden nämlich wie Pfeifen behandelt, was die Chance, dass sie sich dann auch so verhalten, wesentlich erhöht. Außerdem ist dieses Krankheitsbild hochgradig ansteckend. Wie fast jeder aus eigener Erfahrung mit einem unlängst beförderten Kollegen weiß, sobald der Chef wird, verhält er sich mit einem Mal anders. Was sind die psychologischen Hintergründe dieser Krankheit? Wie verändert ist die Sichtweise von Menschen, wenn sie Chef werden? Ein brillantes Experiment der Psychologen Duguid und Gonzalo hilft hier weiter. Mächtige Menschen überschätzen ihre Größe, und zwar angefangen mit dem tatsächlichen eigenen Körper. In einem Experiment wurden die Körpergröße der Probanden gemessen. Danach wurden die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip in Paaren angeordnet. Dabei war einer, wieder zufällig gewählt, der Chef. Ihm wurde gesagt, dass er in der folgenden Aufgabe absolute Macht haben würde. So wurde sichergestellt, dass in jedem Paar eine Position sich mächtiger fühlte als die andere. Den Teilnehmern wurde gesagt, dass es um die Bewertung ihrer Führungsfähigkeiten ging. Aber die zugehörigen Fragebogen wurden nur in einem Punkt ausgewertet. Versteckt in einem langen Fragebogen wurden die Teilnehmer vor und nach der Manipulation, sie sind jetzt der Chef und sie haben die Macht, nach ihrer Körpergröße gefragt. Vor der Aufteilung schätzten sich beide Gruppen im Durchschnitt auf 66 Inches, das sind 1,86 Meter, was wegen der Zufallsordnung auf die beiden Gruppen auch logisch ist. Nach der Aufteilung in Chefs und Untertanen gaben die zufällig ernannten Vorgesetzten ihre Körpergröße um mehr als 1 Inch, das heißt 2,5 Zentimeter größer an. Schlimmer noch, die zufällig ernannten Untertanen schrumpfen in ihrer eigenen Wahrnehmung um knapp 0,5 Zentimeter. Was können wir daraus lernen? Wenn Sie Vorgesetzter sind, halten Sie öfter mal an und überprüfen Sie Ihre eigene Selbstwahrnehmung. Überschätze ich mich vielleicht gerade? Wenn Sie dagegen Mitarbeiter sind und mit Vorgesetzten reden, machen Sie sich nicht kleiner, als Sie sind. Wie kann man sich jetzt vor Augentinnitus schützen? Ich selber bin die letzten 25 bzw. 30 Jahre Führungskraft, Unternehmer, Trainer und Unternehmensberater in den verschiedensten Vertriebsgebieten gewesen. Ich habe Tausende von Verkäufern, Hunderte Vorgesetzte und Dutzende Unternehmer beobachten dürfen. Da sieht man über die Zeit schon ganz schön seltsames Verhalten. Ich war und bin dann immer gefährdet gewesen, selber an Augentinnitus zu erkranken. Wann immer ich einen Anfall, erkennbar an Gedanken wie, was ist denn das für eine Pfeife, bemerke, stelle ich mir die wichtige Frage. Was könnte einen intelligenten, wohlmeinenden, rationalen Menschen veranlassen, sich so zu verhalten? Sobald ich kurz darüber nachgedacht habe, ist der Anfall von Augentinnitus vorbei und ich funktioniere wieder normal. Wenn ich absolut auf keine Antwort komme, tue ich etwas Radikales. Ich frage einfach denjenigen danach, was ihn dazu gebracht hat, sich so zu verhalten. Wenn Sie jetzt denken, meine Mitarbeiter sind aber nicht intelligent, wohlmeinend und rational, eher das Gegenteil, überlegen Sie bitte kurz. Das Gegenteil sind dumme, bösartige Psychopathen. Das wirft die Frage auf, wer hat die eigentlich eingestellt? Oder zumindest zugelassen, dass sie noch immer hier arbeiten? Mein erster Chef sagte mal, wenn du einem Idioten begegnest, ist das Zufall und Pech. Wenn du zwei Idioten hintereinander triffst, dann ist das großes Pech. Wenn du drei Idioten triffst, solltest du den Gedanken prüfen, ob du nicht selbst der Idiot bist. Andere Menschen zu verstehen, ist der Schlüssel dazu, sie zu anderem Verhalten zu bewegen. Man kann niemanden bewegen, den man nicht versteht. Es ist daher die wichtigste Fähigkeit, die eine Führungskraft haben muss. Wenn du Menschen bewegen willst, musst du sie dort abholen, wo sie gerade sind und nicht dort, wo sie sein sollen. Diese Weisheit, die vermutlich auf Aristoteles zurückgeht,
wird jeden Tag von Unternehmern und Managern, die vor sich hinschimpfen, missbraucht. Diese Vollpfosten müssen einfach mal mehr wie Unternehmer denken. Das hat gravierende Folgen. Die gute Nachricht ist, Führungsfähigkeiten kann man lernen. Es handelt sich um Werkzeug, das man kennen und anwenden muss, um Erfolg zu haben. Mehr dazu können Sie zum Beispiel mal im Artikel, was Führungskräfte von Sporttrainern lernen können, nachlesen. Kaum eine Führungskraft im Möbelhandel hat das Führungshandwerk wirklich gelernt. Es handelt sich in der Regel um Mitarbeiter, die gute Verkaufsfähigkeiten und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen hatten. Sie sind zwar erfolgreich, aber sie wissen weder warum noch wie man anderen Menschen dabei hilft, erfolgreicher zu werden. Aber genau das ist die Aufgabe einer Führungskraft. Den Mitarbeitern zu helfen, ihre Aufgabe morgen besser zu machen, als sie es heute noch können. Alles andere ist nur Verwaltung oder Sklaventreiberei. Viele Führungskräfte verhalten sich wie Schiebekräfte. Statt den Mitarbeitern durch das Setzen von Zielen und die Besprechung von Strategien zu helfen, besser zu werden, versuchen sie diese durch permanentes Nörgeln. Haben Sie den Kunden da hinten nicht gesehen? Warum haben Sie diesen Kunden denn jetzt nicht aufgeschrieben? Anzuschieben. Diese scheinbaren Führungskräfte haben ihren Mitarbeitern nichts voraus, sondern sie gackern ihnen einfach nur hinterher. Wenn man so sein Arbeitsleben verbringt, ist Augentinnitus unvermeidbar. Möchten Sie mal über Führungskräfteentwicklung reden? Dann machen Sie einen kostenlosen Telefontermin mit mir aus. Ich freue mich auf das Gespräch.